Servus Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Emergency Wuppertal. Diesmal gemeinsam mit dem Max. Servus. Hallo. Ich glaube, du kümmerst dich um Lungenriss. Den Lungenriss, ne? Exakt. Hast du Neff dort? Ja, alles schon paletti. Sehr gut. Oh, eigentlich wollte ich das Ganze hier mit der Lakritzstange löschen, aber irgendwie... Brandausbruch, 4 Brände. Ja, wir stellen mal sicherheitshalber noch ein paar Schläuche bereit. Vergiss die Wasserversorgung nicht. Ja, das passt schon. Ja, ich will dich nicht gleich wieder meckern hören mit dem, ich komme nicht hinterher und schick mal Wasserwerfer oder irgendwie sowas. Ja, ist klar. Ja. Nee, ich hab das im Griff hier. Ja, wenn du meinst. Aber nicht hinterher wundern, wenn du dann... Ich hab das im Griff. Guck mal, die Hälfte ist schon gelöscht. Ja, aber die andere Hälfte brennt noch. Wir sind gerade eine Minute am Zocken und du meckerst hier schon wieder. Meine Güte. Das ist kein Meckern. Das sind Verbesserungsvorschläge. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ist ja so. Erstes Date. Sie, ich bin bei der Polizei. Ich war auch einmal bei der Polizei. Interessant. Wo denn? Ausnüchterungszelle. Mensch, wieso kennst du den schon? Ja, ich komme nicht von hinterm Mond. Die ist ja unfair. So, Brandausbruch abgearbeitet, Feuerwehr rückt ein, Vogelgrippe, wer ist der Depp mit dem IATW? Hehe, du. Demnächst nehme ich nicht mehr die Fünfer. Du magst den IATW nicht, ne? Nee. Der ist doof, ne? Ja, der sieht halt nicht nur kacke aus, seine Einnisse sind auch nicht so geil. Jetzt sind, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene nur. Ja, aber... Vogelgrippe, Schweinegrippe und... Infektion. Ja, irgendeine Infektion, ja. Das sind Infektionen. Aber gut. Ich muss sagen, es ist sehr entspannt hier. Ich glaube, den Mutterarzt kannst du auch gleich in den RTW einsteigen lassen. Ja. Ich ja. Du hast das heißt, auch nicht immer recht. Auch, ne? Bitte? Lungenriss ist dann abgearbeitet, ne? Ja, genau. Sehr schön, dann können wir ja, was hat die denn hier? Sportlerin, Vogelgrippe, aha. Am Kiosk. Mhm. Ist klar. So, warum braucht denn der IRTW immer so lange? Naja, der kommt halt außerhalb. Er soll ja mal Gas geben. Das macht er ja eigentlich, aber... Ja, an sich ja nicht. Ja, die Kurve hat er jetzt aber richtig geschnitten hier. Oh, Gebäudebrand, ich fahr. Oh. Ich fahr auf jeden Fall mal auf den Parkplatz. Huber AB Manf, bitte. Oh je. Okay. Ich sorg mal für Straßenabsperrung erstmal. So. Berufsfeuerwehr Manf. Schickst du mal ein RD, ich schick noch einen Neff mit hin. Ja, ich mach komplett Volleinsatz. Von. Er platziert einen Löschzug, aber man wird auf der Gegenfahrbahn. Ich habe meinen schon vorne platziert. Ja. So. Vogelgrippe einmal abarbeiten, bitte. Eieiei, 19 Leute. Erst ein treffendes Haarlift macht erstmal Menschenrettung. Ja, das war mir schon klar. Wir haben jetzt schon 5 Patienten. Oh je. Ja, wir rüsten den Feuerwehrmann mit einer Axt aus. Dann schicke ich den IRTW. 3 HLF 201 trifft so langsam ein. Ja, wir kümmern uns da gleich mal um die Menschenrettung. Genau, auf dem Parkplatz direkt und dann erstmal Menschenrettung. So, einmal dahin bitte. Komm.
Wir schicken jetzt auch schon direkt den IATW sofort hin. Ja. Da brauchen wir. Ja, genau. Noch ein Gebäudebrand. Kümmer du dich sonst um den zweiten Gebäudebrand? Ich habe jetzt schon alles zum ersten alarmiert. Dann alarmier ein bisschen was weiter. Ja, gut, du hast. Dann kommt. Dein eines HLF, das kannst du abrücken lassen. Ja, ja. Ich habe nämlich jetzt hier auch Verstärkung, das heißt, ich habe ja auf jeden Fall Manpower am Start. Ach. Uiuiui, fuck, wir bräuchten hier, wir brauchen fucking Megafon. Scheiße. Einmal. Können wir einmal bitte die DLK einspeisen? Dankeschön. Fuck, das gibt hier Verletzte, das gibt Verletzte. Fuck! Okay, Manf auspacken. Also ich bin jetzt nur mit RD hier. Und ja, EOD. Alles gut, muss das irgendwie in den Griff kriegen. Wir haben hier jetzt 19 Verletzte. Ich kann dir noch ein paar Feuerwehreinheiten geben. Ich hab nochmal. Habe ich da jetzt mal Mann platziert? Ja. Okay. Ein Zelt ist schon bereitgestellt. Sehr gut. So, DLK bitte löschen. Aber Alter. Ich habe jetzt nochmal Wache 1 alarmiert. Also, wenn du noch was brauchst, ist nochmal ein HLF unterwegs. Schick mal. Arbeite deinen ersten Gebäudebrand ab. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Menschenrettung. Alles andere ist mir jetzt erstmal egal. Fuck, wir brauchen das Bettmobil. Fuck, da habe ich nicht dran gedacht. Scheiße. Okay. Patienten holen. Rein hier. Im Worst Case haben wir ja nochmal 6 Verletzte. Dann sorge dafür, dass das kein Worst Case wird. Ach. Ich kann den Mann nicht weiter alarmieren. Bin hier selbst. Im Worst Case unterwegs. Hm. Oh ja. Das ist echt der Worst Case hier gerade. Ich habe hier keine Einheiten mehr. Doch, hier habe ich noch was. Ach Mensch, das ist so ein schönes Screenshot hier. Die Zeit nehmen wir uns. Wieso? Ich muss noch ein zweites Zelt hin. Alter, richtig harter Concentration Mode hier. Hast du noch einen Notarzt? Ich hab einen LNA und einen RTW da. Und noch einen Neff. Ja, ich hab bei mir 4 Patienten. Ich schmeiß dir mal einen ins erste Zelt. Ja. Hast du noch irgendwo RD frei? Keine Ahnung, ja. Ich habe noch RTWs frei, aber ich muss mich hier jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass ich immer alle. Okay, kannst du mir RD geben zum zweiten Gebäudebrand? Was brauchst du? RD. Alles. Hä? RD, Rettungsdienst. Mindestens 6 RTWs. Yo, ich brauche hier selber erstmal welche. Okay, warte, ich schick dir welche, Du musst die Leute da rausziehen, ne? Ja, die liegen schon. Zieh die auf den Parkplatz. Ja, ja, bis du mit deinen RTWs da bist, sind die schon längst. Aber ja. Dann mache ich mit meinem RD erstmal meinen Gebäudebrand und dann. Ja. Zählen wir gleich weiter. Ja. Bei dir sind 3 von 20 Bränden gelöscht, das sieht nicht gut aus. Ja, dein HLF steht da so ein bisschen im Weg, aber. Wo? Was? Ah. Ja. Ja, das kannst du mal ein bisschen weiter hinterfahren, dann habe ich da ein bisschen mehr Überblick. Ja, ja. Nee, ich wollte es eigentlich da vorne hinstellen, wo dein anderer ist, für Brandbekämpfung.
Ja, erst Verletzte retten, dann Brandbekämpfung. Ja, ich gehe schon mal direkt auf die andere Bo Gebäuderückseite wieder. Ich habe kein Zelt mehr frei. Ich habe kein Zelt mehr frei. Oh, Darts, bleib hier. Bleib hier. Muss jetzt erstmal die Leute hier, die außerhalb behandeln. Einmal den Check machen, bitte. Werdmobil aussteigen. Drei Leute müssen in jedes Zelt, ne? Ja. Nein, nur drei. Drei. Da rein. So, weg. So. Drei. Da rein. So, reagiert jetzt einer? Ja, gut. So, der ist soweit schick. Können wir hier mal bitte aussteigen? Behandeln. Auch bitte eine Tasche nehmen. Oh, Alter. Hoi, 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 hoi. Ich glaube, das könnte auch wieder ein Zweiteiler von der Folge her werden, weil so Das viel, ist wie mir wir jetzt so, schon das hier ist mir am so Arbeiten egal. sind. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ja, das Ich muss erstmal, sowieso. ich hab in den Mannzelten keinen Platz mehr. Ich habe hier auch keinen Platz, um ein drittes Zelt zu platzieren. Oh Das nein, heißt, bei wir mir müssen jetzt buggen mal. drei Patienten auf der Wiese. Die kann die Feuerwehr nicht aufnehmen. Ah, Und. fuck, hier ist einer im Haus. Scheiß, hier backt auch einer im Haus fest. Ist irgendwie irgendwo. Lol, da, vier Warte RDWs. kurz. Ja, sag mir, wenn ich was tun muss. Ja, ich mach Oh die nee, erstmal ich nicht. bereit. Ja. Na, ich glaube, ich muss sie debuggen, das geht nicht anders. Ja, ich muss sie debuggen. Das ist blöd, aber das geht nicht anders. Ah, lol, doch, warte, einer hat jetzt ist rübergekommen. Hier fehlt noch Notarzt. Wo, was jetzt? Bei dir? Im zweiten Mannzelt. Ich hab meinen, glaube ich. Alter. Ja, ich habe noch Sechs einen, aber ich muss Kategorien erst. Ich habe rot. hier noch. Ja. Ich habe hier noch einen stehen, aber da muss erstmal die Leute draußen machen, weil die nicht mehr in die Zelte passen. Ja, dann ist wirklich Land unter. Alter. Leute, ran hier! Nicht lang pennen! Oh fuck. Ich hoffe, der stirbt nicht. Okay. Puh! Okay, alle Patienten soweit erstmal gecheckt. Die sind zwar hier alle rot in dem Zelt, aber Einer ist bei mir festgebackt. Ich glaube, den muss ich. ich Oder? würde gerne. Na, Kann dein Löschzug mal bitte von außerhalb angreifen? Alter, fuck. Hier muss alles hin. Ja, Komplett. ich. Oh, fuck. Ich sperr weiträumig ab. Komplett. Nee. Eier. Das wird hier komplett zum Dings. Ja, verstanden, komplett. Das brennt lichterloh. Der komplette Block hier. Ja, Menschenrettung hat halt nun mal Vorrang, ne? Och, wie man es nimmt. Kommt auf die Steuerzahler an, aber im meisten Fall ja. So kann man es auch sehen. Hast du noch einen Neff? Negativ, ich bin komplett ausgebucht. Scheiße. Ja, aber wirklich. Ich habe halt auch nichts mehr. Ich habe kein RD mehr. Du kannst bei mir einen abtransportieren, wenn du willst. Ja, das bringt mir aber auch nicht wirklich was. Dann hast du ein RTW immerhin frei. Ey, Fuck. ich brauche jetzt kein RTW, ich brauche einen Neff. Scheiße, wir haben einen Toten. Wenn der Einsatz dadurch nicht fällt, ist alles gut.
Verbrennung dritten Grades, Alter, das schaut nicht gut aus da. Wir müssen die erstmal alle irgendwie so halbwegs über den Berg kriegen. Die Außen. Wenn die so halbwegs über den Berg sind, dann. Ah, fuck. Du kannst noch einen weiteren abtransportieren vorne. Ja, ich muss mich jetzt erstmal hier auf die Verletzten. Wenn die behandelt sind, ist erstmal gut, dann können die da kurz liegen. Ich muss hier erstmal die Außen behandeln, dass ich da nach innen, den Notarzt in das Ding schicken kann. Ja. Löschzug, Wache 2 rückt ein und dann fährt er, wenn er eingerückt ist, sofort weiter. Ja. Alter Falter. Wir haben eine Leiche. Ja, besser eine als 10. So blöd es jetzt gerade klingt. Heieieiei. So, Polizei einmal schnell raus, absperren, dass hier nichts mehr fährt. So, sind hier jetzt mal Feuerwehrmittel da? Nein. Du kannst da noch mehr Leute an den Verteiler setzen. Ja. Mache ich alles. Ich habe hier noch beim anderen Brand was zu tun. Hier muss einmal komplett. Ah, Moment, da ist noch was. Da ist noch was. Ihr fahrt mal hier bitte auf die Seite. Alter, fuck. Das eskaliert hier ja komplett. Au, Kacke. Mann! Du sollst hier rüber. Diese dummen Fahrer da. Okay, hier ist jetzt was behandelt. Alter. Also ich habe beim zweiten Gebäudebrand bisher mindestens 2 Tote. Das ist schlecht. Einer hat noch nicht gefailt. Das ist gut. Du hast bei mir noch 4 RTWs stehen. Du brauchst höchstens einen für einen Patienten, der noch bei der Wiese da hinten liegt. Der Rest kann Warte, abrücken cool. und zu dir fahren. Ich brauche nur noch 2 Nevs, mehr nicht. Okay, ich lasse meine RTWs einrücken. 2 Nevs von mir auf Anfahrt bei Gebäudebrand 2, dann haben wir den abgearbeitet. Ja, hoffentlich. So, 28LF201, die packen hier jetzt endlich mal aus, die sind aus dem Urlaub zurück. Das ist super. Ja, vor allem diese Aussage gemacht. Kein Problem. Kein Problem. Jawohl. So, und das zweite, das HLF der Wache 28, kommt hier jetzt auch mal. So, jetzt haben wir doch hier noch ein paar Mittel zur Verfügung. Ah, lol, warte mal, ich kann noch was anderes alarmieren. Ja, schick mal einen Wasserwerfer bitte. Ja, habe ich in der Sekunde erledigt. Alter, da komme ich echt wieder ins Schwitzen. Aber, ob wir das Ganze jetzt schaffen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ist zwar jetzt ein ziemlicher Cliffhanger, aber sonst wird die Folge zu lang. Wenn es euch bis hierhin, Alter, ich kann schon gar nicht mehr reden. Bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, würden wir uns darüber freuen. Und ansonsten schauen wir in der nächsten Folge wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.